Schönen guten Morgen. Ich nehme euch heute mit auf eine kleine Tour durch einen Teil meiner Sitzungswoche. Und es beginnt heute mit einer ganzen Menge Gremiensitzung. Jetzt geht's zur S-Bahn und ich fahre erstmal ins Büro. Ja, in der Sitzungswoche ist oft keine Zeit für ein Frühstück zu Hause. Das nehme ich einfach mit und hole es vom Bäcker an der Ecke. Wir sind jetzt hier vor der Dorotheenstraße 93. Das ist eines der Bürogebäude, wo ganz viele Abgeordnetenbüros sind. Auch das des Ex-Bundestagspräsidenten Joachim Gauck und auch mein Büro befindet sich in diesem Gebäude. Da gehen wir jetzt hin. Alle Liegenschaften aus und wenn man als Abgeordneter an einem Sitzungstag hier ist, muss man sich einschreiben, ansonsten gibt es einen Geldabzug. So, auf geht's. So, jetzt beginnt die Arbeitsgruppe Verkehr. Hier treffen sich alle Mitglieder der FDP im Verkehrsausschuss und wir besprechen die morgige Sitzung, unsere eigenen Initiativen, Initiativen der anderen Fraktionen, legen die Redner fest. Ja, das passiert jetzt hier in unserer AG-Sitzung. So, der heutige Sitzungsmarathon geht jetzt weiter. Jetzt trifft sich der Arbeitskreis. Das bedeutet, wir treffen uns nicht nur mit den Kollegen aus dem Verkehrsausschuss, sondern auch aus dem Baubereich, aus dem Digitalbereich und dem Umweltbereich. Und wir stimmen nochmal unsere Positionierung in der Sitzungswoche ab, beraten Anträge und kleine Anfragen und legen unseren Marschplan für diese Woche fest. Arbeitsmittel hier sind Laptop und Handy. Wir sind die einzige Fraktion, die voll digital arbeitet. Bei uns gibt es kein Papier mehr. In keiner Sitzung werden Papierstapel umhergetragen, sondern wir koordinieren unsere Arbeit komplett über unser eigenes Intranet. Wir befinden uns hier im Fraktionssitzungssaal der Freien Demokraten. Hier findet in jeder Sitzungswoche die Koordinierung in der Fraktion statt, zu wichtigen Positionen, zu dem, was im Parlament passiert, im Plenum diskutiert wird. Hier werden gegebenenfalls Redner auch nochmal getauscht. Und die Fraktionssitzung kann so dauern zwischen 2 und manchmal auch 4,5, 5 Stunden. Das hängt völlig von den Punkten ab, die hier auf der Tagesordnung stehen. So, das war wieder mal eine recht lange Fraktionssitzung, aber wir haben die Tagesordnung durchgesprochen für die nächsten 3 Tage. Und wichtige Themen für uns ist die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Die CDU hat das ja jetzt auf ihrem Bundesparteitag auch beschlossen. Wir haben einen Gesetzentwurf, mit dem wir die Bürger zum 01.01.2020 entlasten wollen, den Soli ersatzlos streichen. Ein zweites großes Thema ist natürlich Brexit in diesen Tagen. Auch dazu haben wir einen parlamentarischen Vorstoß, der jetzt im Bundestag debattiert wird.